PTI wird im Bereich Drehmaschinen eine sehr große Rolle spielen, weil wir eine neue Schnittstelle geschaffen haben, die eine Leistungsfähigkeit besitzt, um ganze Drehmaschinen abzugraden. Und das ist schon eine geniale Entwicklung. OTT-JAKOB ist seit Jahrzehnten als Weltmarktführer für automatische Spannsysteme in Bearbeitungszentren bekannt. Mit der Entwicklung der Drehmaschinen hin zu modernen Drehzentren hat OTT-JAKOB den Fokus aber auch auf den Drehbereich gelegt, hat begonnen, manuelle Schnellwechselsysteme zu entwickeln und hat sich vor diesem Hintergrund intensiv mit einer neuen Schnittstelle für Revolver-Drehmaschinen beschäftigt und dafür ein manuelles Spannsystem entwickelt. Ein Spannsystem, was neue Leistungsparameter besitzt, wie wir sie bisher in diesem Drehbereich noch nicht gefunden haben. OTT-JAKOB wird diese Entwicklung fortsetzen und wird auf Basis dieser neuen Schnittstelle es ermöglichen, weitere intelligente Produkte zu entwickeln. Das Thema, eine neue Schnittstelle zu entwickeln für Drehmaschinen, hat mich schon immer gereizt, weil ich bereits bei der Beschäftigung mit dem HSK diese Aufgabe als wichtig erkannt habe. Und diese Entwicklung hat mich beflügelt, genauer hinzuschauen, was braucht die Drehmaschine. Und so entstand der Gedanke, doch eine etwas passendere neue Schnittstelle für Drehmaschinen zu entwickeln. So starteten wir, verschiedene Firmen, OTT-JAKOB, eine Reihe weiterer anderer Firmen und das WZL in Aachen und haben dieses Thema neue Revolver-Schnittstelle aus der Taufe gehoben. Haben dort gesagt, wir wollen das, was beim HSKT nicht gut gelaufen ist, das wollten wir besser machen. Nämlich auch eine Schnittstelle entwickeln, bei der ein leistungsfähiger Antrieb möglich ist, durch die Schnittstelle hindurch für angetriebene Werkzeuge. Eine ordentliche Antriebswelle mit einer Kupplung, die es ermöglicht, dass angetriebene Werkzeuge wirklich Fräsleistung bringen. Und da haben wir schließlich fokussiert auf ein Polygon, ein Achtfach-Polygon. Eine Hypotrochoide bestimmt diese Schaftform. Das ist neuartig für die Werkzeugtechnologie, aber hier haben wir auch gelernt von Welle-Nabe-Verbindungen, haben also jetzt ein Konstruktionselement übernommen in den Werkzeugtechnikbereich, was beste Voraussetzungen für all diese Anforderungen liefert, nämlich hohe Genauigkeit und hohe Leistungsfähigkeit. Ich beschäftige mich mit Themen aus der Werkzeugtechnik, insbesondere Schnittstellen und Spanntechnik, schon seit über 3 Jahrzehnten. Ich hatte es seit meiner Zeit am Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen nicht losgelassen, dort neue Lösungen zu finden. Es begann alles mit dem HSK. Ich habe auf dem Gebiet promoviert bei Professor Weck. Und nach meiner Dissertation habe ich in verschiedenen Industriefirmen gearbeitet, national, international, Erfahrung gesammelt, habe aber immer Kontakt mit OTT-JAKOB gehalten, die schon zu Beginn der HSK-Entwicklung dabei waren. Und so sind wir dann auch vor einigen Jahren intensiver zusammengekommen. Wir haben gemeinsam diese neue Schnittstelle entwickelt, wir haben gemeinsam manuelle Spannsysteme entwickelt und werden über diese Entwicklungsthemen hinaus den PTI jetzt auch gemeinsam in den Markt bringen. Darüber hinaus bin ich engagiert als Obmann des Normenausschusses, in dem der PTI zur Normung vorgeschlagen wurde. Ich habe diese Normungsvorschläge auf die internationale Ebene gebracht und werde als Projektleiter bei ISO diesen Normungsprozess auch weiter begleiten. Ich sehe große Parallelen zur HSK-Entwicklung in der Weise, dass wir jetzt vor der Aufgabe stehen, für einen ganzen Maschinenbereich, nämlich für die Drehmaschinen, Drehzentren, eine neue Schnittstelle in den Markt zu bringen. Wir standen vor Jahrzehnten vor der Aufgabe, den HSK im Bereich Bearbeitungszentren in den Markt zu bringen. Und ähnlich stehen wir jetzt wieder vor dieser Aufgabe, einen
Bereich mit einer neuen Schnittstelle zu versorgen, in dem sehr viele herstellerspezifische Schnittstellen etabliert sind. Das wird keine leichte Aufgabe, so wie es auch im Bereich HSK nicht leicht war. Auch dort kam es darauf an, dass engagierte Firmen mutig vorangegangen sind. Und wir sind zuversichtlich, das, was wir beim HSK geschafft haben, das schaffen wir mit dem PTI jetzt auch. Wir werden den PTI im Bereich Drehen verbreiten. Die Alleinstellungsmerkmale des PTI im Vergleich zu anderen Schnittstellen sind erstens, dass Leistungsdaten übertragen werden können, Biegemomente, Drehmomente, die wir bei keiner anderen Schnittstelle finden und dass wir gleichzeitig hohe Genauigkeiten erreichen können. Ein zweites Merkmal ist, dass diese Schnittstelle geeignet ist für den Schnellwechsel. Wir müssen nicht wie bei anderen Plananlagesystemen noch 4 Schrauben betätigen. Wir können diese 4 Schrauben einsetzen, falls es extremste Belastungen gibt. Aber das wird die Praxis zeigen, ob wir das überhaupt brauchen. Ein weiteres Merkmal ist, und das bietet auch noch keine andere Plananlageschnittstelle, dass PTI sowohl in Radialrevolvern als auch Axialrevolvern eingesetzt werden kann. Also eine wirklich universelle Schnittstelle. Und last not least, und daran haben wir seit Beginn der Entwicklungsprojekte gearbeitet, diese Schnittstelle ist für die Normung vorgeschlagen und wird internationale Norm werden. Dabei haben wir insbesondere darauf geachtet, dass nicht nur Schaft und Aufnahme genormt werden, sondern auch, dass die Kupplung mitgenormt wird und dass die Vielfalt dieser firmenspezifischen Kupplungen ein Ende finden kann. Die Endanwender haben immer die gleiche Aufgabe. Sie müssen schauen, dass sie kostengünstig produzieren, in hoher Qualität. Dass sie ihre Produktionsmittel flexibel einsetzen können. Und dafür bietet PTI die besten Voraussetzungen. Die Leistungsmerkmale bedeuten, dass ich wirklich sehr hohe Schnitte fahren kann, dass ich mit Zerspannungsraten arbeiten kann, die mir höchste Produktivität ermöglichen. Und die Genauigkeit erlaubt mir, dass ich keine Messschnitte mehr fahren brauche. Ich kann PTI-Werkzeughalter einwechseln, auswechseln, ohne zusätzlichen Aufwand zu treiben, spare dadurch Zeit, werde dadurch produktiver. Wir haben dem Endanwender mit dieser neuen Schnittstelle eine Plattform gegeben, auf der viele Anbieter Produkte bereitstellen können, die dem Endverbraucher helfen werden, seine Aufgaben zu erfüllen. Und das wirklich auf einem neuen Level, so wie wir es bisher nicht gekannt haben. PTI setzt den Maschinenhersteller in die Lage, nur durch eine neue genormte Schnittstelle der Maschine eine höhere Leistungsfähigkeit zu verschaffen. Er muss an der Maschine gar nichts ändern, er muss nur die neue Schnittstelle im Revolver einsetzen. Wir haben die Anforderungen des Kunden bei der Normung berücksichtigt und versetzen den Maschinenhersteller in die Lage, alle Anforderungen, die er gestellt hat, wirklich umzusetzen, indem verschiedene Teile der Norm festgelegt werden. Es werden verschiedene Möglichkeiten für Kühlmittelübertragung, Sperrluft festgelegt. Einheitliche Gestaltung findet der Maschinenhersteller vor und muss nicht mehr mühsam aussuchen, welche der vielen angebotenen Schnittstellen kann und oder muss ich einsetzen, wenn ein Kunde bestimmte Anforderungen hat. Diese neue PTI-Schnittstelle gibt dem Maschinenhersteller alle Möglichkeiten.
Aus meiner Sicht haben wir bei der Normierung keine großen Hürden zu überwinden. Wir haben nur einen längeren Weg vor uns. Wir haben sehr erfolgreich einen Normenvorschlag eingereicht, der auf nationaler Ebene bei DIN angenommen wurde und auf die ISO-Ebene weitergereicht wurde. Wir beginnen jetzt den internationalen Normungsprozess, der etwa 2 Jahre bis 2023 dauern wird. Und erfreulicherweise haben sich wichtige Länder bereit erklärt, diesen Prozess zu begleiten. Wir haben in dieser Arbeitsgruppe Schweden, Frankreich, Japan, die Schweiz und Deutschland. Und wir werden gemeinsam mit diesen Nationen eine internationale Norm festlegen, die es den Anwendern ermöglicht, sehr erfolgreich im Bereich Drehmaschinen zu arbeiten. Die Zeit ist reif, nach den Bearbeitungszentren nun auch den Drehmaschinen und Drehzentren eine neue Schnittstelle zu verpassen.